Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen. Etwa 65.000 Polizisten sind im Jahr 2015 Opfer von Gewalttaten geworden, nach der polizeilichen Kriminalstatistik. Das sind über 170 pro Tag. Und leider gab es auch wiederum eine Steigerung zum Vorjahr. Und deswegen ist für uns in der SPD klar, wir müssen die Polizistinnen und Polizisten besser schützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir machen das zum einen, indem wir mehr Stellen zur Verfügung gestellt haben. Das war eine Initiative der SPD, die wir durchgesetzt haben. Und selbstverständlich, Herr Kollege Tempel, sind wir hier auch im Kontakt mit den Verbänden. Sie hätten auch nennen sollen die Gewerkschaft der Polizei etwa, die wir gerne auch mit Ihnen besuchen und über dieses Thema hier diskutieren. Sicherlich ist das Strafrecht kein Allheilmittel. Und deswegen haben wir uns in der Koalition in intensiven Beratungen auch nicht nur auf diesen Gesetzesentwurf, der uns heute hier vorliegt, geeinigt, sondern wir haben 5 Millionen € zur Verfügung gestellt für eine Image-Kampagne für die Polizei. Wir sind uns dann einig, dass wir vermehrt Bodycams einsetzen wollen, weil die Polizeireviere, wo diese Technik eingesetzt wird, nach den ersten Tests schon festgestellt haben, dass die Täter, der potenzielle Täter, eben nicht attackieren, weil sie zu Recht die Sorge haben, dass sie durch die Bodycams identifiziert werden können und dann eine Verurteilung sehr wahrscheinlich ist. Aber und auch das unterstützen wir hier heute. Wir haben uns auch dazu entschlossen, den strafrechtlichen Schutz der Polizisten zu verbessern. Bei den Vorberatungen fand ich besonders schockierend Fotos und Berichte von den Polizeipräsidenten, die unmittelbar von den körperlichen Auseinandersetzungen berichtet haben. Und auch ich durfte in meinem Wahlkreis bei einer Nachtschicht erleben, die ich mit der Polizei mitgefahren bin, wie heftig Polizisten der Gewalt manchmal ausgesetzt sind. Und in meinem Wahlkreis, da war es so, dass bei einer Geschwindigkeitskontrolle einer Behörde die Mitarbeiter attackiert wurden, weil sie einen Raser erwischt haben. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, müssen wir hier auch das Strafrecht verschärfen. Polizisten müssen auch in jeder Situation geschützt sein. Denn gerade wenn Polizisten Streife gehen oder eine Verkehrskontrolle durchführen, dann sind sie ja gerade nicht mit der Schutzkleidung ausgerüstet und deshalb weniger geschützt gegen polizeiliche Attacken. Und deshalb ist es gut und richtig, dass wir Polizisten, egal in welcher Situation, besser auch strafrechtlich schützen. Besonders schockiert mich, dass immer öfter Rettungskräfte attackiert werden. Denn gerade Sanitäter, Feuerwehrleute, die engagieren sich oft ehrenamtlich, vor allem aber im Dienst der Allgemeinheit für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren in ihrer Freizeit und dann auch noch verprügelt werden, dann, finde ich, sind wir als Gesetzgeber gefordert. Und dann müssen wir auch diesen Personenkreis besser schützen. Und deshalb ist es gut, dass in diesem Gesetz jetzt auch dieser Personenkreis besser strafrechtlich geschützt wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und schließlich haben wir das schlimme Phänomen zu beobachten, dass es bei Straßenverkehrsunfällen oft mehr Gaffer als Helfer gibt. Und wenn dann die Rettungsarbeiten durch die Gaffer behindert werden, dann besteht durchaus die Gefahr, dass die Opfer sich noch schlimmer verletzen oder erst recht gesundheitlich beeinträchtigt sind. Und deswegen ist es gut, dass wir hier heute auch darüber beraten, den Startschuss geben für die Beratung, dass Gaffer, die behindern, die Rettungskräfte bestraft werden können. Wir unterhalten uns sicherlich dann noch, was die Anforderungen sind, ob es eine Gewalthandlung geben muss, wie hier, oder wie es der Bundesrat vorschlägt, nur eine einfache Behinderung ausreichen soll. Das müssen wir sicherlich kritisch prüfen. Aber ich finde, auch hier sollten wir uns überlegen, wie wir die Opfer und auch die Rettungskräfte hier besser schützen können. Ja, den Satz möchte ich noch zur Kritik der Opposition sagen. Natürlich sind zahlreiche Handlungen strafrechtlich geschützt von den Beispielen, die wir heute genannt haben. Aber, und ich finde, das ist die Rechtfertigung für die Neuregelung, die wir heute schaffen. Die bloße Verurteilung wegen einer Körperverletzung bringt eben nicht vollständig das spezifische Unrecht eines Angriffs gegen einen Polizisten zum Ausdruck. Denn der Angriff richtet sich ja nicht nur gegen den Bürger, sondern eben auch gegen das staatliche Gewaltmonopol. Und deswegen rechtfertigt sich eine solche Vorschrift. Und um das noch mal ganz deutlich zu machen, wir wollen Polizistinnen und Polizisten, wir wollen Rettungskräfte, Sanitäter und Feuerwehrleute besser schützen, auch mit Hilfe des Strafrechts. Und deshalb stimmen wir diesem Gesetzentwurf von Minister Maas zu. Vielen Dank.
Die Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker spricht jetzt für die CDU.